Achtung vor dem Beat. Aaron ist der Chief, wie Kief, wie tief kann man sinken, Digga, sag's mir, adieu. Jeder will jetzt fühlen, was ich fühl. Rap ist wie Bier, Bier, Hauptsache kühl. Dritte Runde und du hast immer noch nicht aufgegeben. Mein Respekt, nicht mal im Asiamarkt hat der Junge jemals so viel eingesteckt. Auf seinem letzten Album hat er den ganzen 13 Tracks nur über Reis gerappt. Ready Statement dazu? Ja, es ist halt geil und schlecht. Spaß beiseite. Okay. Gib mir ein Haie! Gib mir ein Haie! Oh yeah! Okay, wer möchte anfangen? Bedard möchte anfangen. Slacks, ist es cool für dich? Alright. Okay. Bedard, here we go, baby, gib ihm Biss! Okay. Bizerb, Flizerb, 20 Frizerb. So hört sich das an, wenn der rappt. Also los geht's, wieder mit dem Prozedere. Rapper mit einem Pokerface ihre Show zu stehlen, bis diese sich im Grund und Boden schämen. Statt hochzugehen am Boden kleben und statt der Not-OP zwecks Wohlergehen an den Kronjuwelen wegen Hodenkrebs lieber Drogen nehmen, um sich durch das Highsein zumindest ein bisschen oben zu sehen. Doch dieser Slacks ist der Tiefpunkt Deutschlands wie der Bodensee. Zuallererst stellte sich mir... Zuallererst stellte sich mir die Frage, wer ist dieser Slacks? Also gab ich ihn bei Google ein und stellte innerhalb von 3 Minuten fest, das kann nur eine Hure sein. Erst kam mein Rap.de-Artikel, weil du da anscheinend einen Homie hast, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normal denkender Mensch so eine lyrische Scheiße von sich aus posten kann. Denn dann sah ich euer Video zum Song Hater, okay? Hater, die Hook ging so. Hater werden haten, Hater werden haten, Hater werden haten. Auf dem richtig beschissenen Elektrobeat? Nennt's doch gleich, die Raver sind am Raven. Wenn ihr euer Pep so zieht, dass der Text zum Beat eher einem Techno-Lied ähnelt als dem West Coast-Stil. So sehr, dass man förmlich hören kann, dass bei euch eine Schlaghose als Dresscode dient. Yeah. Doch abgesehen davon, Hater sind Menschen, die nichts können und sich durch den Erfolg anderer angegriffen fühlen. Verwechsle das nicht, denn bei dir ist es berechtigte Kritik, denn du rappst wie eine Bitch, die mehr Wert auf vergänglichen Mist legt, statt auf Texte mit Sinn oder Technik und Skill. Also, würdest du mir vorrappen, wärst du direkt abgewiesen. Bietest mir danach bestimmt noch an, ich darf dir was in Rachen schieben, denn der Junge ist so billig, nicht mal im Supermarkt würde man Pfand für diese Flasche kriegen. Nee, Spaß, Digga. Für dich gibt's noch einen Weg, einen Weg. Aber scheiß drauf. Anderes Thema. Meinen Zähnen tut Oral-B ziemlich gut. Doch seine vergammelten Meth-Zähne pflegt nur eine Oral-B-Friedigung. Und ich weiß nicht, ob ihr es glauben könnt, doch dieser Heslon wird tatsächlich von einer Frau verwöhnt. Seine Freundin ist eine häusliche Schönheit, denn sie ist nur zu Hause schön. Und das waren erst mal Punches zum Warmwerden, damit der kleine Wichser hier ins Schwitzen kommt. Nach dem Battle mache ich ein Selfie mit deiner Leiche und stell die Pics dann on, damit du durch den Shitstorm wenigstens ein paar Klicks bekommst. Oh! Big up for Peanut! Oh yeah! Ich sag doch Champions League. Okay, Slacks. Okay. Wir scheißen Gold. Bis am Start, baby! Yay! Here we go! Yeah! Okay. Slacks, deine Runde. Yeah! Du kommst nach STGT, kommst nach STGT, triffst auf Slacks und hast plötzlich ein echtes Problem. Nach deinem letzten Battle dachtest du, dass alle zu dir aufschauen. Doch dein Gegner war 1,20 groß und konnte nicht mal geradeaus laufen. Schrieb sogar. True Story. Tatsache. Doch du hast dich gefeiert und bist jedem in den Ohren gelegen. Objektiv betrachtet habe ich Rady ganz knapp vorn gesehen. Ja, klar. Doch jetzt bist du zurückgekehrt, die große weite Welt genießen. Ein Badenser in der Landeshauptstadt. Schwarze Haare, gelbe Füße. Ey. Buh. Und ich weiß nicht, ist es Absicht? Diese Farbenkombo hat sich heute Abend schon mal viel vorgenommen und dann auf den Sack gekriegt? Aber ey, du hast dir ernsthaft vorgenommen, das Slacks zu zerbersten. Homie, da wärst du der Erste. Du seltsamer Boy. Als ich gerappt hab wie du, da war das Elsass noch deutsch. Und was für widerliche Schlampen du aufreißt, du Flachposten. Da könntest du mich draufschweißen, ich würde abrosten. Buh!
Und seine Alte ist so hässlich, er versucht sie geheim zu halten. Dann lieber nix zum Geburtstag als seine Alte. Und lieber kein Leben als dein Leben. Dein Album heißt Resterampe. Deine Lines sind gepresste Pampe. Deine Bitch ist die letzte Schlampe. Und jetzt wirst du auch noch zerfetzt von diesem mächtigen Slacks. Nein, danke, nein. Yeah, mach mal Lärm für Slacks! I fuck that shit. Word, word. Fuck that other shit. Ich sag doch Champions League. Hey yo, Vedat, ist am Start? Ja. Part 2, gib also. Ihm böse! Digga, mich kann man nicht ficken. Ich bin ne verschanzte Brigade. Du bist ne verranzte Attrappe. Den Sieg hier zu holen ist wie dein Mikropenis. Das Ganze liegt zwar in deiner Hand, doch du kannst es nicht fassen. Und ich mach nen entspannten. Ich trink Uso, was machst du so, du Huso? Liegst nur so blutrot am Fußboden, wie wenn bei einer Stute Fohlen aus dem Uterus nach unten flogen. Das, was du hier machst, ist eine Mutprobe. Hier gibt's deine Schulnote. 6, tauchst runter wie U-Boote, ganz runter wie Fußnoten. Jetzt bist du angeschmiert wie Wurstbrote. Junge, deine Zeit ist hiermit abgelaufen wie Schuhsohlen. Yeah. Jetzt wirst du Spaß zerlegt wie Haschischplättchen, plattgetreten wie Partyflächen. Deine Freundin wird flachgelegt wie Abrissplätze und der Film dazu wird abgedreht wie Flaschendeckel. Krasser Bengel, wunderst dich, denn unterm Strich gehst du auf den Strich. Komm, ich geb dir den Unterricht, der dich dummen Wicht, aka Taugenichts nach unten zwingt. Ich raub dir mit nem kurzen Schnitt das Augenlicht, Augenblick, ich weiß was von dir, doch mich wundert's nicht. Denn ich hab gehört, seine Eltern haben ein kleines Drogenproblem. Und zwar dich! Boom! Und es ist ernst gemeint, wenn ich euch sag, dass er eine Jungfrau ist, denn niemand hat mit dieser hässlichen Hure gebumst, wenn selbst ein ganzer Puff dicht macht, wegen deiner Fresse aufgrund von Kundenverlust. Unterbewusst hat der gute Sebastian mit den Schultern gezuckt und sagt, er hätte nichts von diesem großen Umfang gewusst. Doch nach kurzem Beschluss von den Jungs in dem Club wirst du rumlungern, der Hund in eine dunkle Schlucht einfach runtergeschubst. Run, ich bin Kanake, normalerweise trage ich keine Krawatte, doch werde heute eine Ausnahme für dich Punk machen, werde höchstpersönlich deine Leiche noch abwaschen, bevor wir dich in einen Sarg packen. Nein, Spaß, wenn wir dich schon bestatten, werden wir es nach Vedats Art machen. Also, rufe ich meine Homies an, damit wir kollektiv in ein Grab kacken. Seiner kommt spontan auf die Idee, dir einen Hitlerbart zu malen. Chassid greift in deine Tasche auf der Suche nach einer Bahncard, um heute nicht mehr schwarz zu fahren. Und der Lung. Um nicht mehr schwarz zu fahren und der Lungen durchsucht dein Handy nach Nummern, denn er will unbedingt mal mit deiner Mom schlafen. Doch bis sie rangeht, muss er fast den ganzen Tag warten. Denn bis die Schlampe sich vom Bett gedreht hat, dauert es länger, als wenn ein Zahnrad in der Größe von Kapstadt eine Drehung von 360 Grad macht. Okay, eine Drehung von 360 Grad macht. Zu guter Letzt taggt Ada auf dein Grabmal. Sebastian Striebig, geboren in Esslingen als Fehlgeburt, ging durch die Gegend durch als beleidigte Leberwurst und lebte kurz, Hashtag, weil er das Opfer von Bedat wurde. Yeah. Alright. Yeah. Leute, seid ihr alle noch da? Okay, Slacks, deine zweite Runde. Ich hab mitgezählt. Wie böse. Alright. Okay, echt cooler Part, Beda. Und treff mich wirklich ganz schwer, wenn ich nicht unbestritten der Hübscheste im Land wär. Sexy Slexy, Sexy Slexy. So viel Schönheit gehört verboten. Lauf ich am A&F vorbei, schauen all die oben ohne Models nur betreten auf den Boden. Sammergeige. Und ich krieg so oft eingeschädelt von den schönsten blonden Mädels. Ich kann mittlerweile jede Menge Schwedisch mit dem Penis. Doch dass du es schaffst, mal wieder eine anständige Frau zu poppen, das ist wie Schlüssel innen stecken lassen ausgeschlossen. Boom! Und es liegt an seiner riesen Nase. Traurig aber wahr. Ganz egal, wo Bedat hinkommt, seine Nase war schon da. Vor einem Jahr. Ich glaube ja, dem hat mal jemand kräftig auf die Gosch gegeben. Geiler Typ, Props an den. Oder vielleicht war das schon immer so. Die Hebamme sagte, Glückwunsch, Frau Tashiri, eine kerngesunde Nase.
Wie dem auch sei, du schneidest dich in eine Picknickdecke und schiebst Riesenfrust. Die einzige Angst, die ich heute hab, ist, dass diese richtig wacke Pickelfresse niesen muss. Denn ich hab keinen Bock auf Tinnitus. Nee, Spaß beiseite. Bedard ist ein Gangster. Bedard ist ein Gangster. Der quatscht nicht mit Bullen, denn Zinken geht gar nicht. Und Bitches quatschen nicht mit Bedard, denn der Zinken geht gar nicht. Yeah. Ihr wollt ein anderes Thema als Nase? Ihr wollt ein anderes Thema als Nase, aber das ist leider Phase und auch gar keine Phrase. Du bist nicht 100% Straße, du bist 10% Badenzer und 90% Time. Boom! Make some noise for Slacks! Okay, Bedard, deine dritte Runde. Gib ihm Bös! Yeah. Du weißt, dass ich nicht dein Freund bin. Doch ich muss dir trotzdem sagen, dass ich leider ein bisschen enttäuscht bin. Denn deine Punchlines sind so dermaßen alt. Mann, die haben schon einen Bart wie deine Freundin. Also spar dir deine Träume. Du musst die Wahrheit jetzt einsehen. Du pimmelfressendes Sackgesicht, gehst deine Haare mit Gleitcreme. Also, aber nee, ich bin nicht dein Scheiß-Stylist, deswegen will ich darauf jetzt gar nicht mehr eingehen. Also geh mal zur Seite. Leute, lass den armen Jungen doch bellen. Ich hab das Battle eh schon gewonnen, also bleibt noch ein bisschen Zeit, um was anderes klarzustellen. Es gibt echt Rapper, die denken, sie könnten mich zerteilen. Und für den Spaß danke ich ihnen vielmals, denn mich kann man nicht teilen. Ich bin eine Primzahl. Eine Primzahl wie der Beamer. Ein Siebener. Und ein Siebener wie Mehmet Scholl im Karlsruher Trikot. Leute, zum Thema Lokalpatriotismus. Was ist denn los? Denn letztes Mal hat's mich ehrlich aufgeregt. Denn ich hab nichts wirklich wegen diesem Baden-Schwaben-Ding gesagt. Trotzdem kamen Leute nach dem Battle zu mir und meinten, Bedard, eigentlich bist du gut, doch weil du Karlsruher bist, kann ich dich nicht ab. Genau für diese Leute hab ich Reime parat und bringe ihnen Flows entgegen. Also geht mir aus dem Weg. Was für Freundschaft! Meine Jungs meinten vor dem Battle zu mir, Bedard, wir haben lieber eine Schwester im Puff als einen Bruder beim VfB. Also... Aber scheiß drauf, denn es ist Hip-Hop. Und wenn ich battle, wisst ihr ganz genau... Also, scheiß drauf, denn wenn ich battle, wisst ihr... Yo, lass ihn aussprechen, yo, was geht ab? Bedard, dein also, Turn, weiter geht's. Scheiß auf dieses Fußballding, denn wenn ich battle, wisst ihr ganz genau, dass es der Rap voll Kontakt ist. Der zweite nach Karl Benz, der aus Karlsruhe kam und hier in Stuttgart etwas zum Rollen brachte. Ja? Warte. Peter, du hast noch was, oder? Ja, ich hab noch was. Zum Rollen brachte. Ja, da brachte er das zum Rollen, ja. Also, nach der VfB-Line war eh alles zu Ende. Ja, ich hab ja eh schon verkackt beim Publikum. Deswegen, scheiß drauf, Alter. Ich guck mir kurz den Text an. Heute ist Texttag, ich weiß auch nicht, was da los ist. Lernt ihr eure Texte nicht auswendig, oder was, Leute? Ich hab den erst gestern geschrieben. Okay. Geht auch nicht durch. Und Slacks, nach dem Battle hilft dir keine Beichte vom Priester, kein Rat vom Psychologen und keine weiteren peinlichen Features, kein Anruf bei Domian und keine harten Drogen. Junge, deine 5 Minuten Fame werden zu den 120 Tagen von Sodo. Falls ihr dem... Also, du Golum. Jetzt habe ich die Lines verrafft. Scheiß drauf, egal. Ich setze mal ein bisschen am Ende ein, okay? Komm, 2 Zeilen hast du noch. Komm, 2 Zeilen, die darfst du noch ablesen. Heißt, dein Rap frisst Scheiße. Du bist sowas von unter meiner Stufe. Das Gesabber, das du Rap nennst, erinnert mich an Ray D auf LSD mit Buttplug beim Ficken unter der Dusche. Back ihn doch. Du hast das Battle nicht verdient, denn du bist endlos weak. Dein Rap ist nicht mal Kreisliga, meiner ist Champions League. Und jetzt fehlen ihnen die Worte wie beim Hangman-Spiel. Mach mal Lärm für Bedard! Achso, okay, stopp, er hat noch einen. Also renn, du Freak, wenn du denkst, mit dem Sieg heute ins Bett zu gehen, okay? Du bist so wack, selbst die Werbung für seine Homepage lautet, ich bin dann mal wack.de. Weg mit dem, okay? Slacks, das war's, check das ab, es ist Bedard mit den besten Parts und an die Tables. Fürs nächste Mal bringst du mir bitte Sickless, Purin oder Smoke Tea oder diesen hässlichen und schlecht rappenden Fetzer Keks an den Start und es wird ihr letzter Tag. Oh, shit. Das war eine Ansage, Alter. Ansage von Bedard, baby. Okay. Nice. Yeah.
Okay. Slacks, okay. Du darfst. Eins vorweg. Es sind wirklich harte Zeiten. Doch würde ich aus Karlsruhe kommen, hätte ich auch keinen Bock auf diesem Fußballding noch rumzureiten. Und Peter, jetzt stehst du vor mir auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und schaust mich an, als würde ich Welpen häuten. Dir kann keiner helfen, Boy, weder Geld noch Freunde. Du bist nicht sauer auf die Szene, du bist von dir selbst enttäuscht. Du Pfad für Ärmere. Oh, und da kann ja keiner was für. Also battle dich doch selbst. Oder sei ein Mann, nimm ne Gun, setz sie an und verschwind von dieser lächerlichen Welt. Peng. Ich kenn keinen, der das traurig fänd. Keiner braucht dich, Damn. Die einzige, die fluchen würde, wäre die Putzfrau vom Zollamt, denn die müsst das aufwischen. Yo, aufwischen. Du weißt, ja. Hey, und du und deine Gang, ja? Ich hab keine Angst vor euch. Ihr kommt mit Vagina zum Schwanzvergleich. Ich komm mit harten, geraden Punches und vermöbel deine Hakennase tragende Visage mit den Parts, als wären es Panzerfäuste. Weil es sonst keiner kann auf Deutsch. Jetzt wird nicht mehr angetäuscht. Jetzt wird wieder durchgezogen. Jetzt wird wieder durchgezogen. Junge, ich leg deine Gurkentruppe mit ner Wumme um und lache danach ungezogen. Haha. Wie dieser Nelson bei den Simpsons. Deine ganze Crew ist tot, so wie die Helden meiner Kindheit. Und ich komm in meiner E-Klasse Rentnerkutsche, bekannt aus dem Mars-Video. Nach diesem Abend braucht dein Mädel ne Spendermuschi. Denn... Der Rentnerkutsche Spendermuschi. Spendermuschi, ja, ist okay. Ja, geht schon. Er geht als Reim durch. Geht, läuft. Denn ich hab Bedard geredert, geteert und gefedert. Und fragst du Bedard, ob's weht hat, sagt Bedard mega. Mein Gegner hat mich getreten wie Leder, hat mich zerlegt wie einen Hater. Bis ich mich gedreht hab wie ein Kebab, mein ganzes Leben gesehen hab. Ihn angefleht und gebeten, dass er mich gehen lässt und gnädig ist. Und ich musste ihm versprechen, dass ich ab jetzt in Baden bleibe. Denn VfB, KSC, nicht eine Kragenweite. Yeah. Ey. Und sollst du nach diesem Abend trotzdem auf die Idee kommen, hier nochmal battlen zu wollen, ja, und gehst dann zum Busbahnhof, dann sagt der Busfahrer bloß, Bedard, du bleibst in Karlsruhe, du hast Stuttgart-Verbot. Oh! Nein. Oh, shit! Hey, mach mal Lärm für beide, Slacks und Bedard! Schönes Ding! Wunderbar, Slacks, hammermäßig, schön. Okay, wir machen das wie bei jedem anderen Battle auch. Mit wem fangen wir an? Komm, wir fangen mal diesmal mit Slacks an. Wer ist für Slacks? Boah, mein Ohr pfeift. Wer ist für Bedard? Okay, das müssen wir wohl nochmal machen. Ich fange jetzt andersrum an, okay? Wer ist für Bedard? Okay. Ruhe. Psst. Wer ist für Slacks? Hey, ist das irgendwie eindeutig so? Okay. Habt ihr Bock auf den Freestyle? Hast du Bock? Here we go, okay. Also, du rappst so wack. Ich frag mich, ist das Absicht? Zurück zum Fußballding. Wer kämpfte um den Aufstieg und wer gegen den Abstieg? Oh. Jetzt fehlt dir deine Taktik, weil dieser Junge ganz klein Spast ist. Ein spastiger Spasti, dessen Mutter bestimmt auch ein Spast ist. Scheiß drauf. Du denkst, mit deiner College-Jacke bist du voll der krasse Rollkanacke. Nein, Junge, du bist eine kleine Lasche. Du bist voll die Schlampe, Mann. Also, voll die Schlanke. Schlanke. Nein, du bist nicht schlank, aber du bist hässlich. Ich guck dich an und denk mir, nee, das geht nicht. Denn, also, ganz ehrlich, ich frag mich, ganz ehrlich, was eigentlich dieser Hurensohn von Hans wert ist. Denn... Freestyle-Shit.
Komm, noch zwei Zeilen. Okay, noch zwei Zeilen, die reichen, um diesen kleinen Wichser platt zu machen. Junge, scheiß auf Knarre, ich werde dich einfach mit dem Abzug klatschen. Okay, Menace to Society Style. Mach mal Lärm für Bedard! Yeah, okay. Slacks, your turn. Gib ihm Müs! Yo. Klar. Ihr habt um den Aufstieg gekämpft. Und was ist draus geworden? Bedard. Schade. Geil. Guter Reim. Ja, Mann. Eigentlich fertig, gell? Jo. Erzähl mir nichts von Reim, Alter. Das wusste ich doch gerade schon. Ich würde ja gerne reimen, aber ich habe halt gerade kein Smartphone. Oh! Boom, boom, boom! Leute, pssst! Und wo liegt dieses Karlsruhe? Ey, yo, chillt mal eine Runde, yo. Chillt mal echt kurz eine Runde. Ich weiß, ihr feiert den Shit und so, Karlsruhe und so, hier, Big Up, Peace und so, aber lasst Slacks mal bitte aussprechen. Wo liegt dieses Karlsruhe? Sag's mir, du G. Ich meine, ich bin als VfB-Fan ja viel unterwegs, aber da war ich noch nie. Okay. Dann bist du noch nicht Fan, ja? Und? Komm, vier Zeilen noch. Okay. Vier Zeilen noch, Leute, hey, okay. bitte. Und eigentlich ist Freestyle-Rappen ja gar nicht so meins. Doch selbst unsere Amateure ficken doch eure Amateure 5-1. Oh! Okay, noch zwei, komm, gib ihm. Na so, du bist ein anstrengender Host. Ich gebe mir Mühe. Ich werde langsam erbost. Wow. Das ist ganz schön schwere Coast. Ja, aber du weißt, wie es läuft. Aber hey, was soll ich noch Komm, sagen? Zwei ich meine, noch. Ich mein, eigentlich ist die Lage doch klar, wer hier der Bessere war. Es ist dieser Fahrt für noch viel, viel Ärmere gegen einen richtigen Star. Oh, shit! Boom! Yeah! Schönes Battle. Okay. Wir machen das jetzt nochmal, was wir vorhin auch gemacht haben, was so unentschieden schien. Boah, bin ich besoffen. Hey, wer ist für Bedard? Ist völlig überflüssig. Mars, wir scheißen bald. STGT, Slacks. Wer ist für Slacks? Merci. Der Punkt geht an Slacks. Was geht ab, Bedard hier? Ihr seid gerade am Gucken auf YouTube, Benz on Battle. Mein Battle ist jetzt rum, ich habe verloren. Aufgrund des Heimvorteils von meinem Gegner. Nee, aber dritter Part, so verkackt. Was soll man machen? Jetzt hoffen wir mal, dass einer von den vier jungen Herren, die am Ende meines dritten Parts erwähnt wurden, vielleicht auf meine Forderungen eingehen. Mal gucken, und wenn nicht, Rematch. Okay. Yo, Sexy Slexy hier. Ich habe gerade gegen Bedard gebattelt. Hat Spaß gemacht, war ein cooles Battle. Die ersten zwei Parts, denke ich, waren wir beide richtig gut drauf. Dritten Part haben wir beide ein bisschen in den Sand gesetzt. Er hat dann sein Smartphone rausgeholt und das war im Endeffekt wahrscheinlich das, was mich zum Sieg getragen hat, weil wir die im Freestyle nachher dann gegeneinander angetreten sind, obwohl wir beide nicht so die großen Freestyler sind und ich hatte aber eben diese Smartphone-Line parat. Hat richtig Spaß gemacht, ich denke, wir haben ein cooles Battle abgeliefert und war eine geile Zeit auf jeden Fall.